Eli. Frankfurt, 30.08.2016. Es war Sonntagabend. Alex war mit seiner Frau in der Gemeinde gewesen. Sie waren gegen 23 Uhr zurückgekommen, weil sie mit einigen Freunden noch ein Eis gegessen hatten. Es war ein lustiger Abend und man hatte sich über alle möglichen Themen miteinander ausgetauscht. Alex genoss diese Abende sehr. Es war schön zu sehen, wie Menschen, die Christen waren, fröhliche und interessante Gesprächspartner sein konnten. Als er nach Hause kam, setzte er sich bei einem Glas Rotwein an seinen Schreibtisch und griff noch einmal zur Bibel. Er las in 1. Samuel 4, Vers 1 bis 21 und verstand plötzlich die Geschichte auf eine ihm bislang unbekannte Weise. Und es begab sich zu der Zeit, dass die Philister sich sammelten zum Kampf gegen Israel. Israel aber zog aus den Philistern entgegen in den Kampf und lagerte sich bei Eben-Ezer. Die Philister aber hatten sich gelagert bei Aphek und stellten sich Israel gegenüber auf. Und der Kampf breitete sich aus und Israel wurde von den Philistern geschlagen. Da sandte das Volk nach Silo und ließ von dort holen die Lade des Bundes des Herrn Zebaot, der über den Cherubim thront. Da zogen die Philister in den Kampf und Israel wurde geschlagen und ein jeder floh in sein Zelt. Da lief einer von Benjamin aus dem Heerlager und kam am selben Tag nach Silo und hatte seine Kleider zerrissen und Erde auf sein Haupt gestreut. Und siehe, als er hinkam, saß Eli auf seinem Stuhl und gab Acht nach der Straße hin, denn sein Herz bangte um die Lade Gottes. Da kam der Mann eilends und sagte es Eli: Israel ist geflohen vor den Philistern und das Volk ist hart geschlagen und deine beiden Söhne Hophni und Pinhas sind tot und die Lade Gottes ist weggenommen. Als er aber von der Lade Gottes sprach, fiel Eli rücklings vom Stuhl an der Tür und brach seinen Hals und starb, denn er war alt und ein schwerer Mann. Er richtete aber Israel 40 Jahre. Seine Schwiegertochter aber, des Pinhas Frau, war schwanger und sollte bald gebären. Als sie davon hörte, dass die Lade Gottes weggenommen und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot waren, kauerte sie sich nieder und gebar, denn ihre Wehen überfielen sie. Und als sie im Sterben lag, sprachen die Frauen, die um sie standen: Fürchte dich nicht, du hast einen Sohn geboren. Aber sie antwortete nicht und nahm es auch nicht mehr zu Herzen. Und sie nannte den Knaben Ichabod, das ist, die Herrlichkeit ist hinweg aus Israel, weil die Lade Gottes weggenommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Darum sprach sie, die Herrlichkeit ist hinweg aus Israel, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Als Eli Priester in Israel und Samuel ein junger Mann war, sammelten sich die Philister zum Kampf gegen Israel. Die Philister besiegten Israel und erschlugen 4000 Mann. Da ließen die Ältesten Israels die Lade des Bundes von Silo holen, damit sie mit Israel in den Krieg zöge und Gott so Israel erretten sollte. Aber die Philister gewannen dennoch und nahmen die Bundeslade von Israel und die beiden gottlosen Söhne Elis, Hophni und Pinhas, kamen um. Als Eli, der alte und blinde Priester, davon hörte, dass die Bundeslade von den Philistern entführt war, starb er und seine Schwiegertochter, die schwanger war, gebar. Aber sie starb während der Geburt ihres Kindes. Sie gab aber dem Kind kurz vor ihrem Tod noch folgenden Namen: Ichabod, das heißt, die Herrlichkeit ist hinweg aus Israel. Alex dachte nach. Was sollte das bedeuten? Eine Frau, die gebiert und bei der Geburt stirbt? Zunächst war ihm nicht klar, wie er den Text verstehen sollte, aber dann fiel ihm Folgendes ein. War das nicht ganz genauso der Stadt Jerusalem zu Pfingsten ergangen? Die erste Wiedergeburt in der Heilsgeschichte Gottes geschah zu Pfingsten in Jerusalem. Zion gebar. Wiedergeburt war in Jerusalem geschehen. Aber die junge christliche Gemeinde musste in den Folgemonaten Jerusalem wegen starker Verfolgung durch die Juden verlassen. Jerusalem selbst machte nicht den Glaubensschritt in den neuen Bund, sondern blieb im Judentum verhaftet. Gleichsam als ob Zion einen geistlichen Tod starb. Aber genau das beschrieb das Bild in 1. Samuel 4. Eine Frau gebiert und stirbt gleichzeitig. Außerdem gab sie ihrem Kind noch einen Namen: Ichabod. Dieser Name bedeutet, die Herrlichkeit ist hinweg aus Israel. Und das war für Alex jetzt auch ganz verständlich, weil Gottes Geist sein Volk vor 2000 Jahren verlassen hatte und in alle Welt ging. Alex staunte. Was für eine Schriftstelle war das? Es schien so, als ob er plötzlich hinter die Zeilen schauen konnte. Er verstand, was mit dieser Geschichte gemeint war. Als er die Absätze nochmals überflog, fiel ihm auf, dass Eli ein Bild sein könnte für den alten Bund. Denn in dem Moment, als Gottes Gegenwart, hier versinnbildlicht durch die Bundeslade, zu den Heiden ging, stürzt Eli nach hinten um und bricht sich den Hals. Der alte Bund war beendet.
Alex war ganz aufgeregt. Er lief ins Schlafzimmer zu seiner Frau und weckte sie. »Andrea«, rief er, »ich habe etwas Gigantisches gefunden. Wach auf!« Seine Frau setzte sich verschlafen im Bett auf und strich sich die Haare aus dem Gesicht. »Was hast du? Warum weckst du mich?« Alex zeigte ihr die Verse in 1. Samuel 4. »Ja, was ist denn damit?«, fragte sie. »Verstehst du nicht, was das bedeutet, Andrea? Das, was ich gefunden habe bezüglich der Wiedergeburt Jerusalems, das hat noch weitere allegorische Entsprechungen im Alten Testament. Aber du weißt doch, dass dir von vielen Pastoren gesagt wurde, du solltest keine Allegorien verwenden.« »Ja, das haben viele gesagt, aber es ist dennoch nicht verboten, oder? Und warum sollen wir keine Allegorien im Alten Testament auslegen dürfen, wenn wir zuvor die Aussagen im Neuen Testament geprüft haben und dort belegt finden? Verstehst du nicht? Das Alte Testament redet an viel mehr Stellen von der Wiedergeburt, als ich das bislang vermutet habe. Es bestätigt sich sogar in diesen Begebenheiten, die in der Frühgeschichte des Volkes Israel passiert sind. Was sind wir doch für Tölpel, dass wir das nicht sehen?« Wie kann es sein, dass wir für uns in Anspruch nehmen, Gottes Geist zu haben und gleichzeitig so blind sind? Alex war ganz außer sich. Seine Frau lachte. Sei mir nicht böse, aber ich bin müde. Ich leg mich wieder hin. Wir können gerne morgen beim Frühstück drüber sprechen. Ist das okay? Ja, ja, kein Problem. Alex war schon wieder auf dem Weg zum Arbeitszimmer. Er setzte sich an seinen PC und verglich die einzelnen Übersetzungen miteinander. Dann öffnete er sein Textverarbeitungsprogramm und die zuletzt bearbeitete Datei über die Wiedergeburt Jerusalems. Er ergänzte die bisherigen Aussagen um 1. Samuel 4 und erläuterte sie im Detail. Selbstverständlich wies er darauf hin, dass es sich hier lediglich um eine Allegorie handele. Dieser ganze Abschnitt sei allerdings erst dann verständlich, wenn man den Schlüssel der Wiedergeburt Jerusalems anwendete. Aber dann ergab sich ein wunderbares Bild. Er verwies nochmals darauf, dass auch Jesus mit Nikodemus über die eherne Schlange sprach und dieses Bild ebenfalls, wenn auch keine Allegorie, so doch eine Typologie sei. Er ergänzte der Vollständigkeit halber, dass die Typologie immerhin eine Unterart der Allegorie sei. Schlussendlich sei es aber auch vollkommen egal, ob es eine Allegorie oder eine Typologie sei, es seien allesamt Bilder, die der Deutung bedürften. Und diese Deutung gab es bislang nicht. Alex aber hatte sie gefunden und freute sich, wie in den Psalmen steht, wie jemand, der eine große Beute macht. Dann schrieb er noch davon, dass Jesus selbst Allegorien, Typologien oder Bilder verwendet hatte und der ganze Hebräerbrief voll war von Auslegungen alttestamentlicher Allegorien und Typologien. Alex formulierte es so, das Neue Testament zeigt uns, wie wir das Alte Testament auslegen sollen. Es ist nicht so, wie viele behaupten, dass die Offenbarung Gottes mit dem Neuen Testament abgeschlossen sei. Selbstverständlich ist sie das in gewisser Weise und die größte Offenbarung ist die, die wir in Jesus Christus haben. Dennoch dürfen wir das Alte Testament mit geöffneten Augen lesen und finden dort einen Schatz, der uns beweist, dass das Neue Testament richtig ist. Dasselbe müssen auch die Christen in Beröa gemacht haben, dachte Alex. Denn Apostelgeschichte 17, Vers 11 sagt, dass sie täglich in der Schrift forschten, ob das, was Paulus ihnen als Evangelium verkündigte, auch richtig war und biblischen Bestand hatte. Auch sie prüften also am Text. Es war Alex durchaus klar, dass es viele gab, die über die Bilder des Alten Testaments spekulierten und dann zu erstaunlich falschen Ergebnissen kamen. Aber das konnte mit neutestamentlichen Stellen natürlich auch passieren. Das Phänomen falscher Ergebnisse bei der Auslegung der Bibel lag nicht an einer irgendwie mangelhaften Qualität der Bibeltexte, der Typologien und Allegorien, sondern schlechterdings an der mangelhaften Qualität der Auslegung. Wenn die Bibel aber im Geist Gottes und vielleicht auch mit einer Prise gesundem Menschenverstand gelesen wird, waren so wunderschöne Dinge zu entdecken, dass es geradezu sträflich gewesen wäre, diese Bibelstellen zu vernachlässigen. Allerdings, dachte Alex, fehlt es heute sowohl bei den Verkündigern als auch bei den Zuhörern am rechten Verständnis, nämlich am Geist Gottes. Das kann daran liegen, dass die meisten im Ungehorsam leben oder dass ihnen der Glaube schlichtweg egal ist. Vielleicht ist er ja auch nur anerzogen. In jedem Fall ist er aber nicht lebendig. Vielleicht mieden deswegen so viele Prediger die Auslegung des Alten Testaments? Natürlich macht man sich angreifbar, wenn man die Allegorien im Alten Testament auslegt, dachte er. Aber ist es das nicht wert? Es geht ja nicht darum, schlauer zu sein als andere, sondern es geht darum, das Wort Gottes so auszulegen, dass auch die Zuhörer es verstehen können. Alex schrieb bis tief in die Nacht an seiner Ausarbeitung. Er freute sich so sehr über das Ergebnis, dass er kaum einschlafen konnte. Am nächsten Morgen war natürlich klar, was er mit Andrea beim Kaffee besprechen wollte.
Weißt du, begann er am Morgen, ich glaube, dass Paulus solche Stellen wie 1. Samuel 4 in den 3 Jahren, in denen er in der Wüste war, ganz neu verstanden hat. Paulus muss erschrocken und erschüttert gewesen sein darüber, wie vernagelt er bislang war, wenn er das Alte Testament gelesen hatte. Ich glaube, man hat dann und wann in der Einöde einen lauten Jubelschrei gehört, aber es war ja niemand da, den das gestört hätte. Außer Gott, erwiderte seine Frau. Ja, aber Gott hat es nicht gestört, sondern gefreut. Endlich war da mal einer, der sein Wort durch seinen Geist verstand und diese herrlichen Wahrheiten später dann predigen und aufschreiben würde. Endlich würde das große Geheimnis Christi und das der Wiedergeburt der Welt bekannt werden. Alex schwieg eine Weile. Dann sagte er, ich glaube, dass Gott sich auch freut, wenn wir heute die Bibel auf diese Art lesen und verstehen. Vielleicht, sagte seine Frau, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einige gibt, die nicht dieser Meinung sind. Wie meinst du das? Fragte Alex. Nun, es gibt ja viele Theologen, die sich bereits zu vielen Themen in ihren Predigten und Schriften geäußert haben. Viele glauben, sie besäßen die Deutungshoheit über die Bibel. Wenn du über diese Dinge predigst, dann kann es sein, dass du mit Widerstand rechnen musst. Und je mehr das bekannt wird, desto größer wird der Widerstand werden. Ja, das habe ich auch schon gedacht. Aber ist es das nicht wert? Das, was Paulus uns geschrieben hat, bekommt doch erst Bedeutungstiefe, wenn wir seine Aussagen zusätzlich auch aus dem Alten Testament verstehen. Eigentlich öffnet Paulus uns ja das Alte Testament durch seine Zeilen und es ist so erstaunlich, ja fast ein Beweis für die Inspiration des Wortes Gottes, dass diese so sehr alten Bibelstellen aus dem Alten Testament so viele Jahrhunderte überdauert haben, bis sie schließlich von Paulus und den Propheten seiner Zeit verstanden und gepredigt wurden. Wie meinst du das? Nun ist es nicht erstaunlich, dass die Juden über viele Jahrhunderte Gottes Wort Buchstabe für Buchstabe abgeschrieben und vervielfältigt haben, auch wenn sie die Stellen zum Beispiel bei Hiskia oder bei Jeremia oder bei anderen Propheten ihrer Zeit noch gar nicht verstehen konnten? Was für ein Glück, dass sie nicht der Versuchung erlegen sind, diese Bibelstellen nach ihrem Gutdünken abzuändern, um sie so vermeintlich besser verständlich zu machen, den Text also etwas zu glätten, aber so nur zu verschlimmbessern. Ja, das stimmt allerdings, gab Andrea zu. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich bin schon sehr gespannt, ob Professor Tiefenbrunner das auch so sieht, schloss Alex. Während sich beide in der Küche unterhielten, lief im Arbeitszimmer bereits das Nass an. Die Lichter flackerten wieder durchgehend und die Arbeitsgeschwindigkeit des PC brach förmlich zusammen. Als Alex ins Arbeitszimmer kam, hörte er, dass das Gebläse des Nass laut rotierte und sein erstaunter Blick fiel auf die wild flackernden LED-Lämpchen der Festplatten. Entweder hatte ihm jemand einen Virus auf seinen Rechner geschickt oder jemand lud Daten von seiner Festplatte, und zwar jede Menge.